Einen schönen guten Abend, geschätzte Damen, geschätzte Herren, Herr Gemeindepräsident. Ich freue mich, kann ich hier etwas beitragen zu diesem Anlass. Solarstrom in aller Munde. Jetzt muss ich hier etwas weitergehen. Eine ideale Ausgangslage. Freistehendes Haus, keine Durchdringungen, kein Kamin, kein Dachfenster, gar nichts. Sehr häufig haben wir aber deutlich anspruchsvollere Ausgangslagen vor uns. Nicht immer hat man die Möglichkeit, dann das gleich mit einer Gesamtdachsanierung zu verbinden. Dann können so tolle Sachen wie das herauskommen. Vielleicht haben Sie Ihr Dach ja erst vor 10 Jahren neu gemacht oder Ihr Vorbesitzer hat es vor 10 Jahren neu gemacht. Also hier wird es dann schon schwieriger. Vielleicht steht im Südwesten ein geschützter Baum oder die Tanne von der geliebten Großmutter. Typischer Nutzungskonflikt. Und dann muss man halt doch manchmal ein bisschen abwägen, ist jetzt eine Solarstromanlage hier wirklich das Richtige? Sie wissen auch, im Moment sind Lieferengpässe da bei Materialien. Das Gewerbe ist eigentlich komplett überhitzt. Grundsätzlich müssen Sie sich eigentlich heute wirklich 1 Jahr Zeit nehmen, bis Sie daran denken können, eigentlich etwas zu machen. Und ich würde Ihnen wirklich beliebt machen, diese Zeit dann auch zu nutzen, um eine gute Vorgehensberatung einzuholen. Und da wäre die öffentliche Energieberatung eigentlich so die allererste Anlaufstelle. Weil wir können mit Ihnen herausfinden, wo sind die Bereiche mit Handlungsbedarf, was haben Sie für persönliche Wünsche und Zielsetzungen, wie sieht es aus mit den gesetzlichen Vorgaben. Man kann nämlich nicht alles machen, auch wenn es sinnvoll wäre oder wünschenswert. Und wie sieht es mit den Fördermöglichkeiten aus? Also hier kommt wirklich als erstes einmal durchaus die öffentliche Energieberatung ins Spiel und die steht offen Privaten, die steht offen den Firmen und die steht auch offen den Gemeinden. Also von dem her haben wir hier sehr, sehr viele Ansprechpartner. Vorgehensberatung. Was machen wir an der Vorgehensberatung? Grundsätzlich sind wir der eidgenössischen und kantonalen Energiepolitik verpflichtet. Also was dort nicht erlaubt ist, wird auch bei unserer Beratung garantiert nicht hinterfragt. Also, dass das wirklich klar ist. Wir bieten wirklich produkteneutrale Informationen an, so kompetent wie möglich. In dieser schnelllebigen Zeit und unser oberstes Ziel ist eigentlich, Ihre Bestellkompetenz zu erhöhen. Weil, also so gut Sie auch planen im Vorfeld, irgendwann müssen Sie abdrücken und Sie müssen bestellen. Sie müssen bestellen und da hilft Ihnen eigentlich niemand anderes. Und wenn wir Ihnen hier auf diesem Weg helfen können, finde ich das ganz wunderbar. Es gibt 3 Arten von Beratungen, die möglich sind. Am Telefon geht teilweise wahnsinnig gut, bei uns im Büro. Wir kommen auch vor Ort. Vor Ort, da kostet es einen kleinen Beitrag, dass uns nicht gleich jeder kommen lässt, der nur seinen Heizkessel wechseln will. Und was auch Geld kostet, sind schriftliche Berichte. Also wir sind nicht die, die Ihnen seitenweise Berichte abliefern. Da müssten Sie sich halt dann wirklich an ein Ingenieurbüro wenden. Wir haben uns auch sehr, sehr viele Kompetenzen im Energierecht aufbauen können. Also im Auftrag von den Gemeinden und Regierungsstatthalterämtern kontrollieren wir jedes Jahr heute 600 Energienachweise. Also das sind 3 Stück pro Tag. Also ist wahrscheinlich mittlerweile jeder Sonderwunsch ist bei uns schon mal irgendwann aufgetaucht, um zu hören, dass es jetzt hier halt wirklich speziell ist und gar nicht anders ginge. Alles schon gehört. Dieses Vorgehen haben Sie eigentlich immer beim Projektieren.
Also als erstes müsste man ja eigentlich mal den Zustand erfassen vom Gebäude. Der Zustand der Hülle, der Fenster, des Daches, das ist noch ganz offensichtlich, das können die meisten eigentlich noch selbst. Wo es dann oft schon aufhört, ist der Energieverbrauch. Im besten Fall wissen die Leute den Preis, aber nicht die Menge. Und wir versuchen dann doch mal ein Benchmarking zu machen. Als erstes, wie ist Ihr Verbrauch? Ist der moderat durchschnittlich? Sind Sie erhöht? Ist Handlungsbedarf da? Oder sind Sie eigentlich heute schon tief? Weil das sind wirklich wichtige Informationen, die Sie haben. An dieser Stelle wäre unter Umständen auch ein Gebäudeenergieausweis zu erstellen. Aber das ist dann nicht bei uns, sondern da haben Sie die GEAC-Experten, da gibt es eine Webseite, geac.ch, da können Sie diese Leute finden nach Postleitzahl. Ich würde vorschlagen, nehmen Sie jemanden, der möglichst nah ist, aber auch hier, die Leute sind mehr als gut ausgelastet. Ein Sanierungskonzept. Klingt sehr hochgestochen. Bei einem Einfamilienhaus kann das eine gut strukturierte, handgeschriebene A4-Seite sein. Und dann ist das Energiekonzept klar. Bei einer Stockwerkeigentümergemeinschaft mit 54 Einheiten genügt ein A4-Blatt wahrscheinlich nicht. Also da benötigen Sie mehr, weil Sie müssen ja irgendwie 28 Parteien irgendwie auf Ihre Seite bekommen. Und da lohnt es sich halt dann doch, jemanden beizuziehen, der dann halt etwas mehr schreibt. Bei den Fördergeldern lassen Sie mir nochmal zurückgehen beim Sanierungskonzept. Ein Punkt ist noch ganz wichtig, Gesamtsanierung, eine große Baustelle oder Sanierung in Etappen, 5 Jahre lang Baustelle. Also es hat so beides seine Vor- und Nachteile. Finanzieren können muss man das Ganze ja auch noch, weil gute Ideen, die sich niemand leisten kann, das sind einfach gute Ideen und von denen gibt es viele. Fördergelder beantragen. Also mittlerweile gibt es Fördergelder auf Stufe Bund, auf Stufe Kanton, auf Stufe Gemeinde und auf Stufe Branchenverbände. Ich habe noch einen Vortragszyklus, da habe ich Indiana Jones mit einer Machete für den Dschungel. Also es lohnt sich hier gewisse Zeit einzusetzen. Ich kann vielleicht an dieser Stelle noch sagen, also gerade auch beim Kanton, ohne GEAC, ohne Gebäudeenergieausweis der Kantone, kein Fördergeld. Kann man wirklich schon pauschal so sagen. Und bei den kommunalen Förderbeiträgen, also von den Städten, die gehen in der Regel dann noch fast weiter, die wollen dann sogar einen GEAC Plus. Ist so, hat man einfach mal so festgelegt. Manchmal sind diese Förderbeiträge kumulativ, also man kann sie zusammenzählen, manchmal nicht, manchmal haben sie verschärfte Anforderungen, manchmal nicht. Nicht einfach, hier den Überblick zu behalten. Ganz, ganz wichtig, Fördergelder sind immer vor Baubeginn zu beantragen. Eine Ausnahme war schon auf Christian Glausers Folie drauf, die Bundesförderung von Pronovo für Solarstromanlagen, da ist erst nach Bauvollendung. Aber sonst Förderbeiträge immer vorher. Und wenn Sie es verpassen oder wenn es Ihr Installateur verpasst oder Ihr Architekt, das sind ganz blöde Diskussionen. Vermeiden Sie das. Guter Überblick, Webseite energiefranken.ch. Wir kommen zur Realisation. Auch wieder die Frage, Einfamilienhaus oder Überbauung. Sie müssen sich fragen, trauen Sie sich das selber zu? Übernimmt eine der Unternehmer den Lead gegen Bezahlung oder nehmen Sie einen Bauleiter? Also das müssen Sie sich fragen, im Einfamilienhaus, Solarstromanlage, Gerüstbauer, Stromer, Solateur. Da haben Sie mindestens 3. Könnte man vielleicht noch managen.
Wenn alles glatt geht, ist gut. Wenn es ein bisschen harzt, ja, wollen Sie aufs Bauherr dann der Böse sein? Dann ist man vielleicht durchaus wohl gut beraten, wenn man eine Fachkraft hat, die hier hilft. Wenn die Anlage dann gebaut ist, wunderbar, oder? Alle sind froh, aber dann kommt das Monitoring. Die Anlage wird 5 Jahre alt, 10 Jahre alt, 15 Jahre alt. Je komplexer und je smarter die Anlage ist, umso wichtiger wird es, festzustellen, macht die überhaupt noch, was sie soll? Also entweder setzen Sie sich in den Stand, dass Sie das beurteilen können, oder Sie haben ein entsprechendes Abonnement. Dann habe ich noch 3 Hinweise. Es gibt eine Richtlinie für das baubewilligungsfreie Bauen von Solaranlagen im Kanton Bern unter Einhaltung gewisser Gestaltungsrichtlinien können Sie ohne Baubewilligung bauen, in geschützten Gebieten auch nicht. Unten haben Sie den Link drauf und auch auf das Blendtool möchte ich hinweisen. Christian Glauser hat es auch erwähnt, die Anlagen gehen jetzt auch an die Fassaden, zum Teil auf schwach geneigte Norddächer und dann wird das Blenden schon mal ein Thema. Und ich finde, das Blendtool ist ziemlich intuitiv bedienbar und dann können Sie vielleicht schon im Vorfeld mit der Nachbarschaft sprechen. Man sollte 3 Offerten nehmen, das wird der Herr Hofer sicher auch bestätigen. Es gibt die Möglichkeit, bis zu 3 Offerten beim Bundesamt für Energie prüfen zu lassen. Das ist eine Prüfung auf Vollständigkeit und keine technische Prüfung. Aber nutzen Sie das, das ist eigentlich sehr gut. Dann Solarstrom Eigenverbrauch. Wenn Sie Solarstrom verkaufen, kriegen Sie 15 Rappen. Wenn Sie ihn einkaufen, kostet er 30 Rappen. Also Maßnahmen, die den Eigenverbrauch erhöhen, sind positiv. Kann ein Zusammenschluss sein zum Eigenverbrauch, könnten Batterien sein, könnten smarte Steuerungen sein. Auf dieser Broschüre, wo auch der Link, wo Sie den Link finden, finden Sie viele gute Anwendungsmöglichkeiten für diesen Bereich, der wahnsinnig dynamisch wächst. Muss man auch sagen, also was hier heute gilt, ist morgen wahrscheinlich schon wieder veraltet. Bei dem hier ist mir Christian Glauser vom Kanton leider zuvorgekommen. Das sind genau die gleichen Aussagen. Bei der Förderung haben wir auch schon gesehen, in der Regel 10-15%, in einem Extremfall kriegen Sie 30%. Und jetzt hoffe ich auf möglichst viele tolle und schöne Anlagen. Dankeschön. Dankeschön. Markus May, sind Sie morgen im Büro? Nein. Ja, und wenn jetzt die schon vorbeikommen wollen? Genau, aus diesem Grund bin ich ja nicht dort. Nein, ich bin morgen nicht im Büro, aber Montag. Also gut, und meine Kollegen werden im Büro sein, also dass Sie das vielleicht von der Struktur her auch noch wissen. Die öffentliche Energieberatung, das ist ungefähr eine Vollzeitstelle, die wir hier besetzen. Und wir sind zu 5. Ja. Also im Grunde genommen ist jeder Tag einer da, auch wenn ich mal weg bin. Also Sie arbeiten nicht so viel, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wenn Sie zu 5 eine Stelle, nein, egal. Ich habe noch das eine. Hat noch ein bisschen was anderes. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage, die Stefan Schumacher von Bern gestellt hat. Kurze Antwort bitte. Eine Firma zu finden, die Zeit hat, eine Offerte zu unterbreiten für PV-Anlagen, ist sehr schwierig. Haben Sie entsprechende Empfehlungen? Bekommt man die bei Ihnen? Nein. Ganz gut, danke, das war die kürzeste Antwort ever. Solarprofi Swiss Solar. Das ist eine Homepage. www.swiss Solar, Branchenverband der Sonnenenergie. Dort gibt es Solarprofis, da kann man nach Postleitzahl auch suchen. Gut, danke herzlich. Markus May, wir sehen uns später für die Fragerunde.